So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Age of Mythology. Ich bin Inuvial, das ist Mission Nummer 22. In der letzten Folge haben wir Odysseus befreien können. Der war gefangen bei einer Zauberin namens Circe. Die hat alle irgendwie in Schweine verwandelt, inklusive uns. Wir konnten allerdings dank Zeus und seinem Tempel wieder in Menschen umgewandelt werden, konnten uns eine kleine Armee aufbauen und Circe das Handwerk legen, was wir auch getan haben. Und jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Nordlande. Dort verfolgen wir weiterhin den Gargarensis, der das Tor der Unterwelt aufmachen möchte, um Kronos rauszuholen, damit er das Licht der Welt erblickt und Tod und Verderben bringt. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen starte ich mal Mission 22 jetzt Norden. Zumindest hat Gargarensis den Weg freigeräumt. Dies ist der Durchgang, den wir gesucht haben. Dahinter liegt Midgard. Hoffentlich ist es in Midgard wärmer. Der Norden, voll verworrener Ding, voll Sagen und voll müder Aug. Und all die Unschuld ist dahin, durch Kummer und durch Sorgen. Die Lawine hat unsere Einheiten zerstreut. Zuerst müssen wir unsere Männer wieder sammeln. Wir brauchen jede Hilfe, um diese Schlucht lebendig zu durchqueren. Telefon. So. Oh. In der Schlucht wimmelt es von Wölfen. Wir müssen aufpassen. Sie kommen meistens in der Nacht heraus. Okay, dann passen wir mal auf. Wir müssen jetzt unsere Leute hier wieder zusammen trommeln. Die sind getrennt worden durch die Lawine, die Gargarensis irgendwie ausgelöst hat. Wir sind jetzt in dem kalten Norden gelandet. So. Okay, die müssen hier außen rumlaufen. Warum? Ja, weil hier bestimmt ein dicker Berg ist oder so. Ich weiß nicht. So, dann sammeln wir mal langsam. Hier ist ein Dorfzentrum auf jeden Fall. Hier können wir das auch theoretisch errichten. Probieren es mal. Wir laufen mal denen hier entgegen. Wie wär's denn damit? Ihr Weh. So. Oh! Skip raus! Ja, was ist denn das? Ein dicker Wolf vor allen Dingen. Jau. Hält aber ganz schön viel aus, das Ding. Jau. Okay, der hat schon das nächste Zeitalter erreicht. Warum? Was sind das hier? Okay. Ja, Amandra ist zu Recht natürlich kalt. Oh, hier ist auch noch ein Wolf. Hier unten ist aber auch noch ein Dorfzentrum. Ja, das ist die Frage, was strategisch besser liegt. Wir probieren es mal hier unten. Hier sind zumindest viel Holz, was wir bestimmt auch benötigen werden. Hier oben war eine Goldmine und, oh, ein Artefakt auch. Okay, hier ist auch Gold. Ist auch nicht allzu weit weg. Something. Dann bauen wir mal hier das Dorfzentrum auf. Und in der letzten Folge hatten wir auch die Einführung der Wikinger uns angeschaut. Das heißt, Infanterieeinheiten, die können bei den Wikingern hier alles errichten. Sammler und so weiter, die sammeln halt wirklich nur Ressourcen, mehr können die halt auch nicht. Und die haben tatsächlich hier so kleine Zwerge, die können sehr schnell Gold sammeln. So, dann schicke ich die auch mal hier hoch zum Goldsammeln. Wie wär's denn damit? Hier sind noch zwei Sammler, die sollen sich gleich um Essen kümmern. Die sollen mal hier aufpassen, dass hier nichts unsere kleine Zwerge hier kaputt schlägt. Was? Um aus der Schlucht zu entkommen, müssen sie Gargarensis Truppen besiegen, indem sie drei gegnerische Tempel zerstören. Ach, was? In Tempeln wie diesen brüten die Kreaturen dieser Schlucht. Wir müssen sie alle zerstören. Okay, gut, das ist natürlich eine Aufgabe. So, wir haben hier noch weitere Einheiten. Ein mittlerer Ulf sagt, mit dem können wir natürlich auch bauen, beziehungsweise, oh, hier ist sogar Gold. Was? Egal, lassen wir jetzt die Zwerge da oben mal machen. Wir bauen uns jetzt auf jeden Fall einen Tempel. Ah, und wir haben gelernt, dass die Wikinger Gunst erlangen, indem sie kämpfen.
Das heißt, wir müssen kämpfen, damit wir später auch unsere mythischen Einheiten bauen können. Ja, Samsicht. Ja, die sollen wir hier abholzen. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die sollen gleich hier sich noch Felder errichten. Dann eine Werft können wir bauen und Haus, aber das braucht alles Holz. Und wir können uns hier einen Herse natürlich bauen. Das ist hier so ein dicker Axtwikinger hier. So. Okay, wieso kann ich keine Felder bauen? Wahrscheinlich, weil ich das Zeitalter nicht erreicht habe, richtig? Gut, dann steigen wir sicherheitshalber jetzt schon mal auf. So, wir können auswählen zwischen zwei verschiedenen Götternliedern. Also, wir können auswählen zwischen Forseti und Freya. Forseti bringt Weiterentwicklungen, helfen ihren Ulfsachs und Hersen, also unseren Haupteinheiten eigentlich, kann man schon sagen. Und Freya, die hilft unseren Kavalieren. Wir haben allerdings noch keine Kavaliere. So, jetzt gucken wir uns mal an, was können wir besser brauchen. Was ist das hier? Waldbrand. Auf gegnerischen Wald richten, um diesen niederzubrennen und dabei Soldaten und Gebäude näher zu schädigen. Ja. Dann gefällt mir das hier schon besser. Hier heilende Quelle, wo wir unsere Einheiten dauerhaft heilen können, solange wir die heilende Quelle in unserem Besitz haben. Ich glaube, die nehmen wir auch. Und außerdem sind die Weiterentwicklung für unsere Haupteinheiten natürlich super wichtig. So. Dann können wir nämlich mit den hier auch dann gleich ein paar Felder errichten. So. Dann schauen wir uns mal mit Ulfsack hier ein bisschen um. Während die da jetzt noch fummeln, sag ich mal. Okay. Die sind auch ziemlich schnell unterwegs, ne? Das muss man ja sagen. Und haben eine gute Sicht. Oh, da kommen sie an. Okay. Die müssen schnell hier hoch, bevor wir Probleme bekommen. Ja, jetzt kommen sie nämlich hier an. Und die Zwerge. Da ist auch ein gegnerischer Ulfsack. Wie viel der aushält, dieser Wolf, ist ja Wahnsinn. Da ist noch ein Ulfsack. Okay. Gut. Zack. So. Wir steigen gleich auf und können dann hoffentlich Felder bauen, beziehungsweise wir können ja auch erstmal hier diese Hirsche oder was das sind, Rentiere hier schlachten, das können wir natürlich auch. Aber wir warten, bis jetzt das Upgrade durch ist. Nämlich durch. Jetzt können wir nämlich mit denen uns Felder bauen. Hier, zack. Und diese Ochsenkarren sind natürlich super mobil. Das finde ich so klasse. Ist auch ein sehr guter Vorteil bei den Wikingern. Die kannst du echt überall mit hinschleppen und die Lieferwege natürlich verkürzen somit. So. Wir bauen uns trotz allem noch 1, 2, 3, 4, 5 kleine Zwerge. Die einen Ochsenkarren. Die sollen hier unten dieses Gold noch schnell abbauen. Dann können wir nämlich jetzt schon Wachtürme uns errichten, was wir auch gleich machen werden. Man kann nie genug Sicherheit haben hier. So, das sind... schon. So. Hier, die heilende Quelle, die können wir natürlich uns auch hier direkt hinbauen, wenn wir möchten. Machen wir das mal hier hin. Damit heilen wir unsere Einheiten. Guckt. Heilung. So.
Wohin? Dann könnt ihr hier schon mal loslegen. Jao, Tilbuin. Something, Tilbuin. Wo ist. Ach, der unser Ulfsack ist gestorben. Warum? Okay, egal. Skepan. Wir brauchen dann hier eine Waffenschmiede, um auch uns weiterentwickeln zu können später. Wir können uns auf jeden Fall hier auch mythische Einheiten dann bauen, wenn wir genug gekämpft haben und genug Guts erworben haben. Ich baue uns jetzt erstmal hier noch ein paar Hersen. 1, 2, 3. Dann können wir uns, ein Langhaus bauen? Ja, das können wir, das werden wir auch tun. Bauen wir uns hier gleich hin. Hier der Ochsenkarren, der kommt hier runter. Dann können wir auf jeden Fall uns hier, was ist das hier? Tor erhöht die Einkaufsstelle zum Dorf und lässt Tiere schneller sammeln. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben jetzt hier unsere Feldarbeiter, sage ich mal, dazu. Aber wieso ist hier ein Feld nicht besetzt? Machen, danke. So, dann haben wir unser Langhaus gebaut. So, hier können wir uns auch Hersen und berittener Stoßtrupp auf jeden Fall erstellen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Häuser, weil kein Platz mehr für weitere Einheiten. Die können wir dann auch upgraden. Das machen wir auch mal sofort. Was ist hier? Zwei Zwerge noch. Upgrade euch hier hin. Dann bauen wir uns hier noch ein paar Häuslein hin. 2, 3. Dann haben wir hier eine Waffenschmiede. Oh, hier können wir gleich sogar brennende Pfeile machen. Bogenschützen, Geschützschiffe und Ballisten feuern brennende Geschosse und mit erhöhter Angriffsstärke gegen Bäume und Schiffe ab. Gebäude und Schiffe. Auf jeden Fall sehr nett. Aber wir haben tatsächlich noch keine Bogenschützen oder so. Können wir hier irgendwas bauen? Nee, noch nicht. So, dann errichten wir uns noch 1, 2, 3 paar mehr. Wir machen dieses Upgrade mal, damit die hier schneller für Nahrung sorgen. Das brauchen wir dringend. Gold haben wir sehr genug dann jetzt erstmal, aber wir erstellen uns mal noch einen Ulfsack, der uns weiter das Gebiet erkundet. Es geht mal. So. Die baut hier noch ein Feld hin. So. Jawohl. Ja. So. So, da haben wir jetzt einen neuen Ulfsack. Gucken wir uns mal hier um. Hier ist aber, glaube ich, nur Gebirge anscheinend. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Tolles finden. Was? Okay, hier sind wir gerade angegriffen. Vielleicht schicke ich hier vielleicht noch so 2 Einheiten hoch. Das wäre immer gar nicht so scheiße, würde ich sagen. Okay, nur noch zu dritt. Zu zweit. So. Aufgehalten. So, schicken wir auch noch einen dicken Herse. 2 Hersen hier hoch. So, also hier ist nichts weiter außer Gebirge. Oh, verdammt. Hat uns gesehen. So, komm, schnell. Dann nehmen wir das hier. Oh nein, jetzt werden wir hier unten sogar noch angegriffen. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Okay. Ah, okay, die kommen jetzt von diesem Tempel. Die sind nämlich lila. Und die anderen waren ja rot, die kamen von oben. Okay, die haben jetzt unser Dings kaputt gemacht hier. Das kann nicht wahr sein. Okay. Dann bauen wir uns hier einen neuen Turm hin. Zack.
Wo ist denn Akanthos hin? Ist der hier im Verzischen? Nee, wo ist der? Ah, hier hinten. Was macht denn der da hinten? Alter, die halten ja viel aus. Was ist das denn? 1, 2, 3, 4. Was sind dies für Wesen? Ja, genau das reicht mir. Wir haben die Seelen der mächtigsten Krieger. Alles klar. Wir sind verloren. Okay. Wir müssen trotzdem einen neuen Turm hier hin errichten. Und wir werden wieder hier oben angegriffen. Gut, wir müssen jetzt uns beeilen. Okay. Das war jetzt ein Grüner. Da bringen die uns Frostriesen entgegen. Axtwerfer. Und berittener Stoßtrupp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, geht nicht mehr. So. Skepan. Gold en masse auf jeden Fall. Ja. Hier können wir uns Widerstandskraft nochmal verbessern. Jetzt haben wir hier einen neuen Turm uns errichtet. Something. Gut, wir brauchen unbedingt Nahrung, mehr Nahrung. Deswegen erstelle ich uns jetzt noch zwei Dorfbewohner mehr, die uns noch mehr Nahrung bringen sollen. Ja. Was? Okay, ich schicke die gleich mal hier hoch. So, los mit euch. Die werden ja auch immer mehr da oben, habe ich das Gefühl. So. Das schaffen wir. Nein! Schaffen wir doch nicht. Einmal greifen unsere Zwerge an. Lasst unsere Zwerge in Ruhe. Okay. Verdammt. Okay, wir dürfen auch nicht zu lange machen, weil die werden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wir brauchen mehr Nahrung weiterhin. Wir erstellen uns mal hier 1, 2, 3. Trolle. Dann gucken wir mal, wie wir hier hochkommen. Vielleicht hier so lang. Ist wahrscheinlich hier so lang. So. Wobei wir uns hier oben vielleicht sogar noch ein... Ich vergiss immer, dass die hier Gebäude bauen können. Da unten. Habe ich doch gerade was gesehen. Okay, da ist ein... So. Ob das ausreicht, diesen Tempel einzunehmen, das weiß ich nicht. Wir können es aber mal probieren. So, hier ist ein Turm aufgestellt. Ich glaube, wir machen das auch sogar mal. Wir probieren es jetzt mal. Wir haben jetzt hier genug Pferde, drei Trolle, vier Hersen, ein Akanthos. Also, das sollte vielleicht sogar machbar sein. Gucken wir uns mal hier um, wie wir hier drüber kommen. Ja, hier alles Gebirge. Okay, hier ist eine Mauer. Hier sind Wölfe. Greifen die uns an? Nein, aber hier ein Fenriswolf greift uns an. Oh Mann! Unsere Zwerge sterben jetzt so krass. Egal. So, dann sollen die mal hier durchstürmen. Oben kümmere ich mich drum. Okay, ein Zwerg hat noch überlebt. Wie viel ist das noch? 3000? Okay. Das ist natürlich eine Menge Gold. 1, 2, 3. Brauchen wir mal mehr. Was? Wo kommt...
Scheiße, verdammte Axt, zurück. Wie kommen die denn jetzt hier hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das gibt's doch gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, egal, das reicht nicht aus, aber. Die lasse ich trotzdem mal stehen. Ich hoffe. Okay. Die halten aber auch was aus, ey. Leute. Vernichtet sie. Okay, wir müssten mal hier noch mehr Türme hinbauen. Ich weiß nicht. Wer ist denn mal hier? Wer ist denn da noch geblieben? Die Trolle. Warum? Komm zurück. Wo werden wir denn? Eieiei. Von allen Seiten. Oh, nicht, dass das wieder so ein scheiß Level wird wie das eine, wo wir drei Folgen gebraucht haben. Drei verdammte Folgen. Alter, das kann nicht wahr sein. Stirbt auch nicht hier. So, die haben fertig. Jetzt bauen wir uns schnell wieder einen Tempel. Jetzt bauen. Okay. Dann gehen wir das mal hier alles etwas langsamer an. Was ist das hier? Alles klar. Der ist eingefroren, okay. Oh Mann. So. Jetzt brauchen wir. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 neue Sammler. Für das Holz hier. Die können hier unten auch das abholzen. Ja, something. Tilbuen. Das kann nicht wahr sein. Wir haben uns von zwei Seiten angegriffen. Können wir mal mitmachen? Nee. Ja, wenn die hier oben wieder kommen, gut, dann schicken wir hier oben noch mal ein paar. Da hatte ich doch gerade was gesehen, oder? Okay. Wir brauchen dringend schneller Holz. Zack, bitte. Meine Nahrung sieht jetzt gut aus, Gold sowieso, durch unsere Zwerge. Ja, Tilbuin, Timbersweit. So, die soll da hier abholzen. Tilbjau. So, eins. Okay, einen Troll können wir uns wenigstens erstellen. Wahnsinn. Und wir können ins nächste Zeitalter voranschreiten, was wir auch tun werden, ganz dringend. Und zwar können wir uns aussuchen zwischen Skadi und Bragi. Skadi, Göttin des Winters und der Jagd, ihre Weiterentwicklung nützen ihren Axtwerfern. Und bei Bragi, Gott der Dichtung und der Skalden, seine Weiterentwicklung helfen ihren Ulfsargs. Ja, das ruft der Valhalla, erhöht Lebenspunkte, bla bla bla, extra Schaden, bla bla bla. Okay, Kampfeber ist natürlich fett. Bewegliche Konstruktion, die Amok läuft und Soldaten um sich herum angreift. Flammenwaffen, Frost. Und Frostriese lässt halt Gegner einfrieren, was auch nett ist, aber uiuiuiui. Wobei die Weiterentwicklung von Skadi unseren Axtwerfern halt nützen, ist eigentlich schon sehr gut, aber Bragi, der hat halt diesen Kampfeber. Was soll ich denn sagen? Er hat diesen Kampfeber. Ich glaube, ich mache das auch. Wir nehmen Bragi mal. So, wir brauchen dringend noch einen. Tempel wollte ich sagen, hier ein Geschützturm gleich. So. Okay, wir brauchen noch 1, 2, 3 Einheiten. Was dann machen? Und dann geht's los hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mehr geht nicht. Kein Holz halt, ne?
Kein verdammter Holz. Die sind ja so stark. Okay, ich schick mal da welche wieder hoch. So. Die fallen ja hier wie die Fliegen. So, wir sind ins Zeitalter vorangeschritten. Jetzt können wir uns sicherlich hier eine Bergfestung bauen. Zack, auf geht's. Da kommen wieder Hersen. Wie heißen die? Ein Herrier. Und von oben auch schon wieder. Greift ihn doch an. Was das macht? So. Da bitte bauen. Okay, die haben hier oben überlebt. Sehr gut. Das kann hier bleiben. Das machen wir so. Die schicken wir hier mal zum Heilen. Das ist das hier und zack. Dann brauchen wir dringend mehr Holz. Das hier ist... abgezogen, verdammte Axt. Wir brauchen mehr Einheiten. Kampfeber natürlich auch. 1, 2, 3. Okay, 3 Kampfeber. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir brauchen mehr Häuser. Haben wir welche? So, mehr Häuser. Vergessen zu bauen. So, was können wir denn hier uns erstellen? Hier ist eine tragbare Ramme, also eine Belagerungswaffe. Das ist schon mal sehr gut. Die brauchen wir, um hier durch die Mauer hier zu kommen. So. So, erstellen wir uns jetzt hier Geschwindigkeit. 1, 2, 3. Tilbo. Hier schicke ich mal welche hoch. Tilbo. Okay, die haben's überlebt. Aber noch ein Angriff überleben die wahrscheinlich nicht mehr. So, hier erstellen wir uns doch Fersen. Axtwerfer. Erhöht Lebenspunkte, Exoschaden. Gegen Kavalleriesoldaten. Können wir auch. Okay, weiter können wir nicht mehr aufsteigen. Das heißt, Marktplatz bringt uns erstmal nichts. So. Da sind noch 1000 Einheiten Gold. So, hier haben wir die tragbare Ramme. Dann bauen wir uns noch ein paar Axtwerfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, mehr geht nicht. Wir brauchen mehr Häuser. Falsche Einheit, die hier. Auch noch ein Haus hier hinbauen. Und wir werden wieder von oben angegriffen. Aber nicht aufzuhalten sind wir. Nicht aufzuhalten. So. Okay, wir haben jetzt hier 3 Rammen. Die packe ich wieder extra auf die Nummer 5. So. Dann. Zack. Das ist unsere grundsätzliche Einheit, deswegen gehen wir jetzt mal los hier.
diesmal, wir lassen jetzt mal hier so ein, zwei Einheiten zurück. Ja, die schaffen das hier oben. Okay, was machen die hier? Nein, was machen die denn hier? Oh mein Gott. Okay. So, die Ramme soll man hier durchraschen. Ein hier rüber. So. Und dann geht's los. Die können hier schon mal die Burg hier zerstören. So. Die können hier mal aber fix. So, zumindest werden wir jetzt nicht mehr von hier unten angegriffen. Das ist schon mal gut. Jetzt ist es nur noch hier oben. Jetzt kann ich mit dem hinterherrennen oder was hier. Okay. Was ist denn hier los? Okay. Ich hatte ja hier einen Ochsenkarren gebaut, damit der arme Zwerg hier nicht 10 Kilometer latschen muss. So, wir haben es jetzt erfolgreich geschafft, den ersten Tempel kaputt zu machen. So, genau. Wir sind jetzt auch schon bei, glaube ich, knapp mehr als 30 Minuten oder so. Das heißt, ich werde auch diese Mission splitten auf jeden Fall. So, weil es einfach sonst zu lange geht. So. Na gut, dann sage ich mal schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall die anderen zwei Türme jetzt noch, Tempel kaputt machen. Und zumindest werden wir jetzt nicht mehr von unten hier angegriffen mit diesen komischen Einherieren, diese ultrastarken mythischen Einheiten, was das sind. Lasst mir ein paar Kommentare da, Likes, Kritik, Anregungen, wenn ihr möchtet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!